Der Kameramarkt hat sich in den letzten Jahren extrem gewandelt und für mich als kameraverrückte Person ist da auch einiges Spannendes dabei. Allerdings ist ein Hersteller dabei etwas untergegangen und das ist Nikon. Die haben nämlich auch einige spannende Kameras im Portfolio und mit der Z50 jetzt ganz neu auch ihre erste spiegellose APS-C-Kamera und die habe ich mir etwas genauer angeschaut. Also, was das Ding drauf hat und alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Wie beschreibt man das Design einer Kamera? Naja, ich würde sagen, es ist eben eine Kamera, die im Fall der Z50 aber sehr kompakt ist. Allgemein ist die Kamera auch sehr leicht, hat eine super hochwertige Verarbeitung, die auch unterwegs einiges aushält und das Handling gefällt mir ebenfalls. Für eine DSLM-Kamera ist der Haltegriff sehr groß, was auf jeden Fall positiv ist, da der Halt in der Hand so deutlich sicherer wird. Häufig vermisse ich nämlich genau das und außerdem ist so auch mehr Platz für den Akku, der auch bei der Benutzung eine sehr gute Performance hinlegt, dazu aber später mehr. Auf der Rückseite sind alle wichtigen Bedienelemente, um die Kamera einzustellen, sowie das Display und das ist ehrlich groß. 3,2 Zoll in diesem kompakten Gehäuse ist für diese Preisklasse sehr gut und auch durch die Touch-Bedienung lässt sich super leicht durch das System navigieren. Das System reagiert auch super flüssig auf die Eingaben, alles ist intuitiv und weitestgehend selbsterklärend. Verglichen mit Sony, dem direkten Konkurrent in dieser Kameraklasse, hat man hier bei der Z50 die bessere Bedienbarkeit. Aber viel wichtiger ist bei einer Kamera schließlich die Bildqualität und für mich ist die Z50 die erste Nikon-Kamera, welche ich über einen längeren Zeitraum ausprobieren konnte. Und bevor irgendjemand fragt, der APS-C-Sensor hat eine 21-Megapixel-Auflösung und das ist auch vollkommen ausreichend. Klar, es gibt Kameras mit mehr, allerdings sind mehr Megapixel nicht immer gleich die Garantie für schönere Fotos. Ich habe fast ausschließlich in RAW fotografiert und die Bilder manuell eingestellt, allerdings sind auch die JPEG-Ergebnisse vom Automatikmodus besser als erwartet. Wer also nicht jedes Bild einzeln nachbearbeiten möchte, sondern eine schöne Kamera für Run-and-Gun-Shots wie zum Beispiel im Urlaub haben möchte, der wird mit der Z50 auf jeden Fall super Ergebnisse hinbekommen, aber auch die RAW-Aufnahmen bieten noch viel Spielraum, um seinen ganz eigenen Look und Mood in die Bilder reinzubekommen. Grundsätzlich ist die dynamische Reichweite sehr vergleichbar mit anderen Kameramodellen in dieser Klasse und auch das Rauschverhalten ist sehr gut. Bis ISO 3200 würde ich sagen, kann man ganz problemlos arbeiten. Alles darüber vermindert die Qualität ganz minimal, aber da reden wir wirklich nur von Details. Anhand der eben eingeblendeten Aufnahmen könnt ihr euch aber auch selbst ein Bild davon machen. Die Aufnahmen sind alle freihand entstanden, teilweise nachbearbeitet und teilweise eben nicht, einfach um euch auch zu zeigen, was theoretisch mit dem Footage so möglich ist. Neben Fotos ist für mich auch der Videomodus sehr entscheidend und hier steht die Z50 den anderen Modellen in dieser Kameraklasse in nichts nach. 4K-Video mit 30 Bildern pro Sekunde und 120 Bilder pro Sekunde bei Full HD. In beiden Fällen sehen die Aufnahmen super aus, wobei gerade 4K durch die Schärfe und Details überzeugen kann. Aber auch mit den Farbprofilen kann man alles so einstellen, dass auch im Nachhinein noch einiges aus dem Footage rausgeholt werden kann. Und mal im Ernst, so kompakt wie diese Kamera ist, da kann man die immer mit dabei haben und ein paar schöne Aufnahmen rausholen. Ich meine, ihr seht es gerade, diese Aufnahmen sind mit der Nikon Z50 gemacht. Dank dem Klappdisplay kann man die Z50 theoretisch auch für Vlogs verwenden. Zwar wäre ein Display, welches zur Seite ausgeklappt wird, nochmal um einiges sinnvoller, aber besser als bei Sony ist es auf jeden Fall gelöst. Auch der Autofokus arbeitet sehr zuverlässig mit seinen 209 Phasen Autofokuspunkten und das auch, wenn man nur adaptierte Objektive verwendet. Wie die großen Brüder setzt auch die Z50 auf das neue Z-Bajonett, welches für die spiegellose Kompaktkameraserie von Nikon gedacht ist. Das heißt, alte DSLR-Objektive lassen sich nicht direkt
mounten, jedoch hat Nikon einen passenden Adapter, womit jedes alte Objektiv auch auf der Z50 verwendet werden kann. Somit ist die Auswahl an nutzbaren Linsen doch sehr groß und man kann für jede Situation den perfekten Look kreieren. Sehr cool finde ich bei den neuen Objektiven mit dem Z-Bajonett, dass diese super kompakt sind. Das hier ist das 16-50mm Standard-Kit-Objektiv und das kann einfach nochmal kompakter eingefahren werden. Und das Ganze geht auch bei anderen Objektiven so, dass diese im Rucksack einfach nochmal weniger Platz wegnehmen. Generell fand ich es sehr entspannt, die Z50 einfach kurz einzupacken und unterwegs ein paar Fotos aufzunehmen. Der Akku reicht auch aus, um damit entspannt mal ein Shooting aufzunehmen, wobei auch hier mein Tipp ist, habt generell immer mehr als einen Akku dabei, weil es ist echt nichts schlimmer, als wenn auf einmal der Akku leer ist und ihr keine weiteren Aufnahmen mehr machen könnt. Zur Not kann die Kamera aber auch über Micro-USB mit Strom versorgt werden, jedoch hätte ich hier auch USB-C als zukunftssicheren Stecker deutlich lieber gesehen, aber immerhin der Akku wird darüber geladen. Eine Sache, die allerdings auch noch erwähnt werden sollte, das ist der Sucher, denn es handelt sich hier ja um eine DSLM-Kamera. Das heißt, wir haben keinen Spiegel und das wiederum bedeutet, dass wir einen digitalen OLED-Sucher haben und auch der ist der Preisklasse sehr entsprechend, also auch im Vergleich mit anderen Herstellern und Kameramodellen bekommt man hier auf jeden Fall ein sehr solides Ergebnis geliefert und das Ganze gilt einfach für die gesamte Z50. Ich habe während der Benutzung gemerkt, dass sie anderen Kameramodellen in dieser Preisklasse in nichts nachsteht und Nikon legt trotzdem den Fokus darauf, dass die Kamera für Fotos geeignet ist. Ich meine, das ist auch das, wo Nikon so ein bisschen herkommt geschichtlich. Von daher, wer viel fotografiert, der wird mit der Nikon Z50 auf jeden Fall zufrieden sein. Filmen kann sie nebenbei auch noch in einer super guten 4K-Qualität, also da bekommt man auch wirklich einiges geboten. Und ich meine, die Z50 zusammen mit dem 16-50mm Kit-Objektiv kostet bei verschiedenen Händlern so um die 900 Euro und ganz ehrlich, das ist ein ziemlich fairer Preis. Also bei Interesse, der Kauflink befindet sich natürlich unten in der Videobeschreibung. An der Stelle auch nochmal ein großes Dankeschön an Nikon, die mich bei diesem Video hier mit unterstützt haben und ich hoffe, ihr abonniert den Kanal, dass ihr keine weiteren Videos mehr verpasst. Also bis zum nächsten Mal. Ciao!